So, Level 9. So, ab in den Dungeon. Hallo? Wohnt hier jemand? Aha. Na, schon fängt es an, verwinkelt zu werden. Oh! Oha! Nice! Nice, das gefällt mir. Fuck you! Wow, 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 wow. Hier ist noch ein Dungeon, oder? Oder ist es über uns ein Dungeon? Ein anderer Raum für den Dungeon. So, ist das auch Kupfer, oder? Ja, war auch Kupfer. Digga, 32 Mal Eisen schon eingesammelt. Hier ist ja nice. So, die Frage ist, geht's noch? Ja, hier geht's weiter. Da geht's hoch. Hier, da ist was. Ah, ne, doch nicht. Ja. War nur weil, ja, Mathematik und so. Das war das Licht von der Fackel, die was da am meisten aufgrund einer bestimmten Berechnungsformel war. Da geht's hoch, da geht's runter, hier geht's auch nicht weiter. Na komm. Alter, wie groß ist denn dieser Dungeon? Sagte er, war schon am Ende. Gut, dann bauen wir jetzt immer wieder die Fackeln ab. Okay. Schade, eine Kiste gab es hier leider nicht, weil in manchen Dungeons gibt es nämlich Kisten. Was das angeht, war die ein bisschen geizig. Deswegen baue ich jetzt hier die ganzen Fackeln ab. Da können wir nämlich den Dungeon später als Jagdrevier benutzen. So, hier lassen wir die ganzen Fackeln, weil da will ich nämlich gerade gleich weiterbauen. Aber überall anders können die Fackeln allesamt ab. So, genau. So, hier ist unser Eingang. Was ist hier? So, und aufgrund der Fackeln wissen wir nämlich immer gleich, wo wir lang müssen. Wo wir lang können. Weißt du was? Hier baue ich am besten immer mal ab. Bap, bap, bap. Ja, komm. Bap, bap, aha. Und schon haben wir Eisen gefunden. Na, war doch klar, jetzt doch alles mal das gleiche Glaube, ja. Mensch, Kinder, die waren sich aber auch nicht einig, ja? Oh, Eisen. Hab ich echt. Hab ich das für eine echt übersehen? Das gibt's ja gar nicht. So. Gut, dann haben wir nämlich jetzt hier schön so Beleuchtung. Kann man hier so schön. Machen wir was nach da. So, kommt das hier ab. Bam, bam. Bam. Perfekt. So, und jetzt können wir nämlich wow, hier runter. So. Und ja, ich mache das absichtlich so dunkel, damit wir hier das alles wow, wow. Schön als Jagdrevier haben. Ich höre ja auch schon was. Aha, da ist einer. Digga, der hat ja gerade gespawnt. Wichser, ich hau dich tot. So. Oh, Alter, ist das nice. Richtig schön fett Eisen hier erstmal. Hm, das gefällt mir. Oh ja, das gefällt. Oh Gott, oh, guckt euch das an hier, Alter. Das ist ja ein Eisenparadies quasi. Gott, hier könnte man ja Tagebau betreiben.
Ja, könnte man nicht wirklich. Ha! Da muss wieder Kupfer. Sogar mehrmals. Unsere erste Kupferader, weil Kupfer ist meistens alleine. Also Kupfer, also großflächig Kupfer zu treffen, ist wirklich relativ selten. Während das bei Eisen öfters vorkommt, da ist es überhaupt nichts Besonderes. Alter, hier geht's ja. Ah ja, na, ich sag jetzt mal so allgemein so Tunnelanlagen, so Gewölbe sind unter Mindtest generell gerne mal ein bisschen sehr verwinkelt. Also wirklich jetzt hier so mit, da sieht man ja großen Räumen, großen Höhlen. Jeder, der Underworld-Server gespielt hat, also mit meinem Underworld-Server gespielt hat, der weiß, wie groß so eine Höhlen werden können. Dagegen sind gefühlt die Höhlen von mein Klon und also von mein Craft und damit auch von mein Klon ein absoluter Witz. Also an der Oberfläche hier bei Mindtest geht es immer noch, aber je tiefer man kommt, desto größer werden auch diese riesigen Blasen im Boden. Und da sind teilweise einfach mal, es ist auch teilweise extrem verstrickt. Also da hast du dann wirklich eine große Blase direkt daneben, eine, die sich dann miteinander verbinden. Und das ist quasi wie eine riesige unterirdische Welt, teilweise. Wie gesagt, ich hatte da ja auch einen ganzen Server aufgesetzt damit, weil es das halt einfach geil ist. Aber eben, es war groß und geil, aber halt so als Hauptebene wird es halt langweilig, wenn man halt nur die Unterwelt hat. Und dementsprechend habe ich halt den Server wieder eingestampft und mache halt jetzt hier den Server auf mit der Oberwelt, wo man sich ja auch durchhangeln kann bis zur Unterwelt, ne? Ist ja wieder kein Problem. Alter, ist das geil hier. Wow. Kommen wir wieder hoch? Ich hoffe mal. Gott, ich komme nicht mehr runter. Okay, das ist stabil. Oh mein Gott, wir kommen da nie wieder hoch oder runter. Oder hoch und runter. Oder beides. Weg hier. So, kann ich da was hinbauen? Ich will da jetzt was hinbauen. Wie kann man sich dran schleichen? Wie war denn das nochmal? Nein, sowas nicht. Alter, ich muss echt mal gucken, wie ich hier wieder mal ran schleichen kann. Fuck you. Ich bin gestrandet. Ich will aber noch nicht sterben. Was mache ich denn jetzt? Danke. Sand. So. Schauen wir mal ein bisschen hoch hier wieder. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Oh mein Gott, ein Mathmonster. Fuck. Stirb bitte. Glück gehabt. Yay, wir haben Math. Digga, unser erstes Math. Nice. Zum ersten Mal habe ich Math, bevor ich Diamant hatte. Ja, weil diese Viecher, diese weißen Dinger, die haben nämlich Fernangriff. Die können. Kennt man vielleicht von Doom, von den Imps? Genau sowas verschießen die praktisch nur halt als weiße Kugel, als gelbe Kugeln. Haben also Fernangriffwaffen. Da kann man sehr schnell Schaden bekommen. Oh, was soll ich jetzt eigentlich gerade machen? Fuck, Viecher, Alter, das hat mich voll abgelenkt. Gute Frage. Ach genau, ich wollte gucken hier, wie man sich irgendwie an Ecken ranschleichen kann. Wie war denn das? Ah, mit der. Okay, ja gut. Mit der allgemeinen Schleichtaste. Okay. Dachte, dafür gibt es nochmal eine extra Taste. Die geht ja auch nochmal weiter hoch. Alter, ich mag das nicht. Ist mir zu verwinkelt. Oh Gott, was machen wir? Oh Gott, was machen wir hier? Aber hier geht es nicht so tief runter. Noch nicht. Sagte er und fiel. Wow. Sagte er und fiel wirklich. Ist ja hier nicht mehr nett hier, ne? Ist ja nicht mehr hier. Ist ja schon leicht illegal. Gut, das Kupfer hier. Kupfer sage ich schon. Das Eisen baue ich nochmal ab und dann gehen wir mal wieder hoch. Dann werde ich die ganze Kacke mal in den Ofen tun und dann
Sollte das mit dem Level auch erstmal gewesen sein, dann bauen wir mal lieber oben ein bisschen weiter mein Feld aus, damit wir mal ein bisschen Nahrung aufbauen können hier so. Ne? Kennt man ja, kennt man ja. Arsela, Arsela. Komm ich da? Genau, jetzt mit der Q-Taste hier so schön ran und jawohl, es wird was. Ja, 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 ja. Ha, geil. Geil, Omato. Gut. Dann können wir uns auch bald unsere ersten Oha, da Sand. Oha, ach du Scheiße, ich will nicht mehr. Dann können wir uns auch bald unsere ersten Metallsachen bauen. Wie gehe ich jetzt noch am besten nach oben? Am sinnvollsten wäre es doch hier rauf zu gehen. Komme ich denn von hier weiter? Fuck you! Danke. So, jetzt komme ich hier hin. So, brauche ich da mal eine Kette. Oh Mann, Alter, ist denn hier los? Da. Oh, wir haben Eisen gefunden. So, dann kann ich jetzt das nämlich hier von hier ab, alles abbauen. Der Raum lichtet sich. So. Danke, danke, danke. Eisen. Ist das jetzt eine neue oder ist das die, die wir vorhin, wo wir auch vorhin waren? Ne, nee, es ist genau die, wo wir auch vorhin waren. Okay, gut, dann können wir das erst hier erstmal belassen lassen. Was? Dabei belassen? Lassen? Ja, einfach dabei belassen. Und wir haben eine Maus, eine Ratte. Klappe. Und dann, wo blieb denn jetzt hier? Da geht's weiter. Ja. Und dann. Ich hab den Faden verloren. Ich hoffe, fällt keinem auf. Schade, ich dachte, ich kann rüberspringen. So Bock springen. Nur mit einer Zippe. So, wollen wir mal gucken, ob jetzt hier mittlerweile unser Feld ein bisschen weiter gewachsen ist. Hm? Ist ein Witz. Ein Witz ist das. Also ich jetzt kann man mal gucken. Ja, okay. Ist also wirklich, wenn man unterirdisch Sand abbaut, dann bekommt man die Knochen. Ist das nice. Oder haben wir jetzt wieder bei was. Ich muss aber extra drauf achten. Wenn ich dran denke, werden wir mal beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten. Dass ich mal davor und danach mal nachgucke, ob wir Knochen bekommen. Weil, wie gesagt, es ist halt einfach offensichtlich, dass es durch die Knochen durch den Sand kommt. Oh, der erste Mess. Ist das geil, Alter. Was kann man mit dem Messbrocken mal alles machen? Man kann auf jeden Fall Werkzeug draus bauen. Nee, kann man nicht. Was kann man mit dem Mess machen? Werkzeug ist ja Gold. Na, auf jeden Fall kann man hier raus auch Lampen bauen, zum Beispiel, soweit ich weiß. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich schön viel Eisen mittlerweile. Das gefällt mir. Das kann man definitiv so lassen. Geröll. Wir haben zweimal. Ich pack mal den Scheiß auch noch mit rein. Und ja. Das sollte es dann mit dem Holz, mit dem Geröll ja auch reichen. Mehr brauchen wir hier in der Kiste definitiv nicht. Genauso wie mit dem Sand, da brauchen wir auch nicht mehr. Wir werden also jeweils ein Stack bei uns in der Tasche behalten und, der, und den Rest, den werde ich dann immer schon rausschmeißen in die Scherkiste da draußen. Ja, der kommt auch komplett weg. Das hier kann sowieso raus, das brauchen wir definitiv nicht. Ja, meine Holzhacke, die kann ich hier mal schön ran reinschmeißen. Sand, haben wir nur den einen? Achso, weil das normaler Sand ist, ja, ja klar. Da hatten wir bisher schon mal nichts abgebaut. Das war ja nur unten. Unten bei der komischen da haben wir bis dann ein bisschen. Ja, eben da war aber mehr abgebaut. Wieso haben wir denn nur einmal Sand? Das makes no sense.
Na gut. Lassen wir mal dabei. Da habe ich jetzt meine Kiste zugemacht. Ja. Kommt der auch wieder her? Ja, der kommt auch wieder her. Ah, ich hab dich im Visier, kleiner Junge. Ich hab dich im Visier, kleiner Mann. Da ist er, kommt. Da kommt er doch schon, oder? Nein. Noch nicht, wie nicht. Ah, egal. Ja, nein, da. Da. Genau. Du kommst dann bitte wieder zurück. Holz kann man immer gebrauchen. Oh, da ist gerade ein Tier gestorben. Nice. Oh, Eier! Ihr habt ja wohl ein Ei auf dem Kopf. Ja, eben, ich schon wieder. Frage ich echt, ob ich die Kiste zugemacht habe. Die geht doch automatisch auf und zu. Ich schon wieder. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Runde. Dann sehen wir uns ja gleich wieder. Schau mit V.